damit vorbei in Führung. Weil hier natürlich mit maximalem Abtrieb gefahren wird, hilft das DRS richtig. Und das hat man hier gesehen. Richie Stanaway, ein übler Abflug des deutschen Formel-3-Überfliegers. Und wirklich übler Abflug, aufgestiegen am Vordermann. Und solch ein Klatscher dann, der tut richtig weh. Der geht in die Wirbelsäule hinein und staucht die Wirbelsäule im Falle von Richie Stanaway im wahrsten Sinne des Wortes. Kann sich zunächst vor Schmerzen nicht bewegen. Sein Unfallgegner ist Carlos Huertas aus der britischen Formel-3-Meisterschaft. Der kommt aus dem Auto raus. Zunächst wird nur temporär gelb gezeigt, aber da wird sicher eine Safety-Car-Phase folgen, weil Richie Stanaway sich zunächst einmal mit dem gestauchten Rücken nicht bewegen kann. Entsprechend ist das Safety-Car auch schon da. Der Rettungswagen muss ausrücken.